Hallo YouTube, ich bin Bini und endlich ist hier draußen die erste Episode von Willington und Furthermore. Ein ganz schön langer Ritt war es. Einen Monat haben wir gebraucht, um hinter den Kulissen die erste Episode überhaupt fertig zu bekommen. Am 9.3. haben wir uns zum ersten Mal getroffen und heute ist sie endlich rausgekommen. Aber halt, stopp! Wer ist eigentlich wir und was ist Willington und Furthermore? Nun, wir, das relativ einfach erklärt. Das sind Volke, der den großartigen George Willington spricht. Willington. Das ist Hans, der nicht nur die Geschichte geschrieben hat, sondern eben auch alle Nebencharaktere spricht. Und das bin ich. Der Remus Furthermore von mich hinstottere. Oh, Entschuldigung. Allerdings muss dazu auch noch gesagt werden, dass auch noch Maxi, die uns nicht nur designtechnisch zur Seite steht und unter anderem zum Beispiel das Logo für Decent Raven Productions gemalt hat, sondern die auch noch alles mögliche andere gemacht hat, unter anderem sich die ganzen Erstfassungen angehört hat und sehr viel Feedback gegeben hat. Was ist Willington und Furthermore? Nun, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon klar, das ist ein Hörspiel, aber nicht nur irgendein Hörspiel, denn am 9.3. haben wir uns nicht hingesetzt und einfach nur Skripte vorgelesen, sondern wir haben eine Pen-and-Paper-Runde gespielt, die aufgenommen und die dann zu einem Hörspiel verwurstet. Das heißt, Willington und Furthermore ist vor allem zwei Sachen. Auf der einen Seite improvisiert und auf der anderen Seite zu einem gewissen Teil zumindest ausgewürfelt. Gibt uns natürlich eine gute Ausrede, wenn mal wieder irgendwas nicht richtig klappt, können wir immer sagen, die Würfel sind schuld. Nun, bei Willington und Furthermore geht es um die beiden namensgebenden Detektive, die im 19. Jahrhundert in London unterwegs sind und da einige Abenteuer erleben und vor allem Mysterien enträtseln müssen. Was für Mysterien? Das findet ihr logischerweise heraus in der ersten Episode von Willington und Furthermore. Nun, hier bin ich jetzt erstmal, um euch ein bisschen zu erklären, wie so eine Pen-and-Paper-Hörspiel-Folge eigentlich entsteht. Vor allem fängt alles erstmal an damit, dass Hans ein Abenteuer sich ausdenkt. Das heißt, er setzt sich hin und fängt an zu schreiben. Wie das genau aussieht, weiß ich gar nicht. Ich habe ihn nie gefragt. Das könnt ihr ihn ja mal in den Kommentaren fragen. Vielleicht antwortet er ja. Dann treffen wir uns zu einer Aufnahmesession. Nehmen erstmal 3 Stunden lang auf. Das heißt, ich sitze hinterher erstmal mit 3 Stunden Audiomaterial da und muss einen Cut machen. Der Cut bestimmt, wo die erste Episode aufhört und die zweite Episode anfängt. Dieser Cut kann leider nicht immer genau in der Mitte sein, aber bei der ersten und zweiten Episode war es das genau. Also hatte ich auf einmal 1,5 Stunden rohes Audiomaterial vor mir und musste anfangen zu schneiden. Nun kann ich jetzt aber beim Schneiden nicht einfach nur die Ams und Öms, kürzeren und längeren Pausen rausschneiden oder die Würfelproben entfernen, sondern ich muss vor allem überlegen, was in der Folge drin sein soll und was eigentlich so richtig ins Nichts läuft, wie sich die Folge anfühlen soll. Das heißt, ich habe so ein bisschen einen Regiejob jetzt gerade inne. Wenn ich das fertig habe, dann haben wir den Vocal Pre-Pre-Cut, so nenne ich das. Das Ding ist also unglaublich roh, da habe ich noch nie rüber gehört und da sind noch 1000 Fehler drin. Das schmeiße ich raus, gebe es an Volke und Hans und vor allem halt eben auch an Maxi weiter. Und vor allem Maxi gibt mir dann Feedback, schreibt mir auf, was alles nicht funktioniert, wo ich Cut-Fehler gemacht habe und was von der Story her noch nicht so richtig verständlich ist. Und dann müssen Retakes gemacht werden. Willington und Furthermore ist größtenteils improvisiert, allerdings auch nur größtenteils. Denn einige Stellen müssen nach dem Cutten auf jeden Fall nochmal aufgenommen werden, weil einige Parts jetzt fehlen. Oder einige Stellen müssen auch einfach so aufgenommen werden, weil sie halt einfach nicht so richtig adäquat rüberkommen. Das bedeutet, Volke, Hans und ich treffen uns nochmal in einem Teamspeak-Server und gehen nochmal alles durch. Ich bin absolut perfekt, mache nie Fehler und muss deswegen keine Retakes machen. Ich mache meine Retakes, während ich cutte. Das bedeutet, ich bin quasi gar nicht mehr improvisiert, sondern nehme alles nochmal neu auf, weil ich wirklich die Angewohnheit habe, die ganze Zeit vor mich hin zu blubbern und nur Scheiße von mir zu geben. Jetzt habe ich einen Vocal Cut, der halbwegs fertig ist. Logischerweise macht das noch kein Hörspiel. Jetzt fehlen die Soundeffekte. Nun, da kann ich gleich sagen, da habe ich 250 Euro erstmal in die Hand genommen und mir Libraries gekauft. Soundeffekt-Bibliotheken mussten her, denn ich bin ganz gut für das Mittelalter-Setting von DSA aufgestellt, allerdings für den Steampunk von Rippers noch gar nicht. Musste also einiges an Geld in die Hand nehmen, um mir die nötigen Effekte erstmal zu kaufen. Hab mich dann hingesetzt, habe auch vieles selber aufgenommen. Es kann gesagt werden, wann immer es draußen regnet, wann immer irgendwelches Papier raschelt, Briefe geöffnet werden, Zeitungen zusammengefaltet werden. Das bin dann normalerweise ich vor meinem Mikrofon, was momentan unter mir hängt. Das ist mein Mikrofon.
Alles andere ist erstmal eine Soundbibliothek, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, das alles so perfekt aufzunehmen. Jetzt fehlt noch die Musik. Ich gebe mir normalerweise ein Zeitfenster von grob 2 Tagen, ungefähr 8 bis 10 Stunden Arbeit, um die Musik fertig zu komponieren. Dementsprechend unfertig klingt sie dann wahrscheinlich auch manchmal. Du hast meinen Rechner einfach ausgegangen und gesagt, Leute, du nimmst gerade was auf, aber das ist nicht wichtig genug. Da ist mein Rechner. Warum juckt denn meine rechte Nase so? Was ist denn da los? Ich hoffe inständig, dass das Ganze euch gefällt, dass ihr dem irgendwas abgewinnen könnt. Es war auf jeden Fall wahnsinnig viel Arbeit. Unten, und darauf sei zuletzt auch noch hingewiesen, gibt es wieder einen PayPal-Link. Für alle, die Lust haben, für das Projekt so ein bisschen Geld herzugeben, können das gerne machen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Das Geld wird an Folge gehen. Denn der braucht ein neues Mikrofon. Ernsthaft, meine Ohren machen das nicht mehr mit dieses beschissene Plastik-Eisball-Drecksteil. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterarbeiten. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.